Was kann besser als ein Fahrrad sein? Der Wind zaust das Haar, das Herz schlägt schneller, beschwingt durch die Geschwindigkeit. Praktisch jeder Weg oder Pfad ist überwindlich, jeder Ausflug ein Vergnügen. Ein Fahrrad kann man überall mitnehmen. Es ist günstig, umweltfreundlich, leicht zu benutzen, macht Spaß. Kann's noch besser sein? Ja, sagen die Hersteller von E-Bikes, Fahrräder der neuen Generation. Ein E-Bike ist ein Elektrofahrrad, mit dem man nicht nur die eigenen Kräfte verwenden kann, sondern auch durch die elektrische Kraft unterstützt wird. Seit einiger Zeit werden E-Bikes auch in Nordhessen angeboten. Mit unseren Fragen über diese technische Neuheit wendeten wir uns an die Leiterin der Nordhessen-Touristik. Das Besondere an den E-Bikes für uns als Tourismusregion ist, dass wir einfach ein sehr großes Netz aufbauen konnten mit 58 Verleih- und Akkuwechselstationen und über 100 Fahrrädern, sodass ein Gast, der hier Fahrrad fahren möchte und im Mittelgebirge ja doch ein bisschen sich anstrengen müsste, einfach durch unser E-Bike-Netz jetzt sehr leicht die Region erkunden kann. Wir haben einen wichtigen Marketingpartner mit Movelo gewinnen können, die uns einerseits die E-Bikes zur Verfügung stellen, auf der anderen Seite aber auch deutschlandweit und in Österreich und der Schweiz Werbung für unsere Region machen. Hier innerhalb der Region gibt es in allen Verleihstationen große Plakate, Hinweisschilder, sodass die Gäste, die in die Touristinfos kommen, dann auch gleich sehen, hier können sie E-Bikes ausleihen und hier können sie sofort losstrampeln. Es scheint so, als ob der Unterschied zwischen einem Fahrrad und einem E-Bike das gleiche wäre, wie zwischen einer VHS und einer DVD. Aber kann ein E-Bike wirklich das herkömmliche Format ersetzen? Wie schätzen die Nachfrage für eine solche Novität die Mitarbeiter der Kasseler Ausleihstationen für Fahrräder ein? Die ersten Elektroräder gibt es seit, grob 10 Jahren. Ja. Wir hatten vor 10 Jahren auch schon mal welche, aber da haben wir 1-2 Stück im Jahr mal verkauft. Ja. Dann ist das wieder so ein bisschen ruhiger geworden um das Elektrorad. Und seit 2-3 Jahren jetzt boomt es natürlich sehr stark. Ja, also bei uns ist auffällig, dass wir sind verhältnismäßig gut sortiert mit Elektrorädern. Jeder, mal sagen, Mensch ab 45 vielleicht oder ab 50, der sich ein neues Fahrrad kaufen möchte, ein gutes Fahrrad kaufen möchte, für den ist es auf jeden Fall Thema. Aber das Interesse ist sehr stark. Heißt es, dass die Zielgruppe von den elektronischen Fahrrädern die Generation über 50 ist? Eventuell. Was aber nicht heißen soll, dass die E-Bikes für alle anderen nicht geeignet bzw. interessant sein müssen. Ich bin Anfang dieses Jahres zum ersten Mal mit E-Bikes gefahren und muss sagen, bin mit ziemlich viel Vorurteilen an die ganze Sache rangegangen, denn ich dachte, das ist irgendwie eine Rentnergeschichte. Dachte nicht, dass das für mich irgendwie interessant ist und muss sagen, war total begeistert und bin ein großer Freund von E-Bikes, weil es einfach unglaublich viel Spaß macht. Mit einem Wort hat ein E-Bike alle Vorteile eines normalen Fahrrads und mehr. Aber ob es um eine komplette Ersetzung des früheren Formats oder ein schönes Erweiterungspack geht, wird nur die Zukunft zeigen.